Naja, es ist wohl so gewesen, dass in dieser Nacht, etwa gegen 1 Uhr, das Auto von Michael aufgehebelt worden ist und von dem Fahrersitz aus ein, naja, wie auch immer gearteter Sprengkörper explodiert ist. Der hat dafür gesorgt, dass alle Scheiben noch aus dem Auto rausgeflogen sind und dass Beifahrertür beschädigt sind und der komplette Innenraum. Also das Auto ist eigentlich nicht mehr zu benutzen. Laut Medienberichten ist die Polizei dann vor Ort gewesen, relativ schnell auch, und hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wie ist da der aktuelle Stand? Naja, das kann man um die Uhrzeit natürlich noch nicht sagen. Also das ist ja erst die Nacht gewesen. Also ich habe heute früh mit Michael Richter telefoniert und da hat er mir diesen Sachverhalt sozusagen, so wie ich ihn gerade wiedergegeben habe, geschildert. Aber natürlich gibt es da jetzt noch, glaube ich, noch keine Erkenntnisse. Ich habe es gerade auch schon erwähnt, in Freital ist es in den vergangenen Wochen und Monaten ja auch immer wieder zu rassistischen und fremdenfeindlichen Demonstrationen vor eben der Unterkunft für Asylsuchende gekommen. Wie ist der Anschlag aus Ihrer Sicht angesichts dieses Hintergrundes denn zu bewerten? Naja, ein Großteil des Hasses dieser Freitaler Nazis und in Anführungsstrichen besorgten Bürger hat sich in den letzten Monaten und Wochen auf Michael so ein Stück weit fokussiert, weil er war oftmals Anmelder dieser Kundgebung da oben, die dafür da waren, um das Hotel Leonardo zu schützen. Naja, und dadurch ist er relativ stark in der Öffentlichkeit gewesen. Es gab die Bürgermeisterwahlen auch in Freital. Da hat er kandidiert als Oberbürgermeisterkandidat und da hat sich ziemlich viel auf ihn kanalisiert und fokussiert. Also er hatte jetzt die ganzen letzten Monate schon mit Morddrohungen, also Wüstenbedrohung, Beleidigung und all diesen Dingen halt zu kämpfen. Nun ist eben der Herr Michael Richter einer der, wie Sie ja gerade gesagt haben, auch prominenteren Personen, die sich antirassistisch in Freital organisieren. Es gibt aber zum Glück ja auch viele, viele andere Menschen, die da die Asylsuchenden unterstützen. Welche Konsequenzen hat denn so ein Anschlag auf das Auto auch für die Arbeit von Politikerinnen und anderen Personen, die sich da für die Unterstützung einsetzen? Naja, das hat natürlich zunächst mal, also es ist der Versuch, die Menschen einzuschüchtern, die sich ja einsetzen. Also wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon Übergriffe bzw. Sachbeschädigungen an Autos, also von Menschen, die da als Demonstrationsteilnehmer hingekommen sind. Also sind Reifen zerstochen worden und eine Heckscheibe ist auch schon kaputt gegangen. Und dann gab es diesen Fall an der Tankstelle, wo Leute direkt mit einem Baseballschläger attackiert wurden. Also es ist diese Gruppen da, die es da in Freital gibt, diese Nazi-Gruppen, versuchen natürlich mit aller Gewalt, mit aller Macht zu verhindern, dass es Menschen gibt, die sich solidarisch zeigen mit den Asylsuchenden. Welche Auswirkungen hat es auch auf die Arbeit von Herrn Richter? Sie haben ja gesagt, Sie haben schon mit ihm telefoniert. Ja, also der ist natürlich schon ziemlich angeschlagen. Ich denke mal, er braucht auch so ein Stück weit jetzt natürlich die Zeit. Es gibt am Freitag eine Kundgebung und eine Demonstration in Freital. Er war bisher Anmelder. Ich habe jetzt die Anmeldung für ihn übernommen und ja, also wir versuchen natürlich auch die Personen zu schützen, das ist ja klar. Also man muss sehen, dass Menschen, die jetzt so sehr in den Fokus geraten, auch ein Stück weit natürlich, aus diesem Fokus rauskommen. Weil wenn man sich dann quasi Facebook und so anguckt, also dann, da entlädt sich der komplette Hass und da gibt's Mordfantasien und Mordlust, also das ist schon echt krass, was da im Moment los ist. Die Linke hat heute auch eine Stellungnahme zu dem Anschlag der gestrigen Nacht herausgegeben und dort spricht die Landesgeschäftsführerin Antje Feix auch davon, dass der Anschlag in Verbindung mit der aktuellen Politik der Landesregierung gebracht werden kann. Die Frau Feix hat vor allen Dingen eben die Politik des Innenministeriums, die sich eben auch nach den Anschlägen oder Ausschreitungen in Dresden eher verwundert gezeigt hat über das, was da passiert ist, in Verbindung damit gebracht, dass Antirassismus im Land Sachsen eben nicht konsequent genug auch bekämpft werde. Naja, Sachsen ist wirklich eine Hochburg der Konservativen und viel, was wir jetzt im Moment als Situation vorfinden, hat natürlich was damit zu tun. Also ich finde, das muss man auch sehr deutlich sagen, dass 25 Jahre CDU hier in Sachsen auch ziemlich viel Schaden angerichtet haben, was sozusagen politische Kultur betrifft. Also deswegen glaube ich auch, dass man darüber schon diskutieren kann, dass Pegida und diese Dinge eben aus Sachsen kommen und nicht aus einem anderen Bundesland. Hat, glaube ich, viel mit der Situation hier zu tun. Naja, und dann gibt es halt ganz konkrete, glaube ich, politische Dinge, die da immer sozusagen ein Stück weit reingehören. Also einfach die ganze Art und Weise, wie die Erstaufnahmeeinrichtung aufgezogen worden ist und wie man quasi dann zum Beispiel jetzt diese Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden, die Zeltstadt, dass die überhaupt nicht beschützt ist und gar nichts passiert, um die Menschen vor dieser absolut Bekannten, also man weiß ja, wie die Situation im Moment ist, also diese bekannte rassistische Pogromstimmung, ich würde es so nennen, also da gibt es ja auch Diskussionen darüber, ich würde es aber so nennen, dass man da überhaupt nicht, das macht mich ganz fassungslos, dass quasi nicht so weit gedacht wird,
dass so eine Situation sich jederzeit im Moment in jedem Ort hier wiederholen kann. Ja, dass man überall diese Stimmung hat, wo sich Nazi-Gruppen zusammentun und vor irgendwelche Unterkünfte ziehen. Und dass man das Gefühl hat, es gibt überhaupt gar keine Vorbereitung darauf, dass diese Situation eintritt seitens der Polizeiführung und des Innenministeriums. Genau, so eine Nazi-Gruppe, wie Sie gerade gesagt haben, will sich auch am kommenden Freitag in Freital erneut zusammenfinden. Laut Facebook ist das die sogenannte Bürgerwehr. Am 31.07., also kommenden Freitag, soll es da ein sogenanntes Bürgerfest direkt vor der Unterkunft für Asylsuchende geben. Können Sie noch kurz sagen, was es damit auf sich hat? Die planen ja, dass so eine Nazi-Band da spielt. Und wichtig ist, glaube ich, dass jetzt auch einige Leute noch, die das irgendwie finanziell und zeitlich schaffen, noch mit nach Freital kommen, um die antirassistischen Proteste bzw. die antirassistischen Demos zu unterstützen, dass man halt eben zeigt, und auch für die Geflüchteten ist es ja auch wichtig zu sehen, dass es Leute gibt, die sich für sie einsetzen, die da vor Ort sind und sie auch teilweise schützen, weil daran hat es ja auch oftmals in der Vergangenheit ja gemangelt, kann man sagen. Also es gab Situationen, wo es einfach wichtig war, dass viele Antifaschistinnen und Antifaschisten da waren. Sonst wäre die Situation nicht wirklich eskaliert. Also ich war ein paar Mal vor dem Hotel Leonardo und ich muss sagen, die Stimmung war immer so dermaßen angeheizt und auch gereizt. Also oftmals waren wir wirklich heilfroh, dass eine ganze Menge Menschen mit da waren und mit uns gemeinsam da versucht haben, quasi das Heim zu schützen. Jetzt hat ja die Polizeigewerkschaft heute nach den Ausschreitungen in Dresden vom Wochenende eine sogenannte Bannmeile vor Unterkünften für Asylsuchende gefordert, dass eben im Umkreis von 1 Kilometer dort nicht mehr demonstriert werden darf. Das ist natürlich noch nicht durchgesetzt, aber diese Bürgerwehr mobilisiert eben für Freitag genau vor das Hotel. Wie geht denn die Stadtverwaltung in Freital mit dieser Mobilisierung, mit der Kundgebung, die geplant ist, da um? Naja, um es mal ganz knallhart zu sagen, die Stadtverwaltung in Freital ist Teil des Problems. Also das, was ich vorhin für Sachsen beschrieben habe, also diese Stimmung, dieses rechtskonservative Bundesland, das ist einfach, also wer sich das nicht vorstellen kann, also Freital ist das in Multiplikation eigentlich. Und die haben jahrelang versucht, das Thema Nazis runterzuspielen und jetzt kommt das halt wirklich massiv. Und jetzt ist das, wie so oft, die Stadtverwaltung versucht da irgendwie, sich als Moderator aufzuspielen und sowohl antirassistische Initiativen als auch diese Nazis da in irgendeiner Weise auf eine Stufe zu stellen und sozusagen das Bild zu erwecken, als seien das alles verschiedene Teile einer Medaille, also quasi Folgen der Extremismustheorie. Naja, und das ist halt ein Problem. Sie haben überhaupt kein Problembewusstsein für die Situation, was da eigentlich passiert wird, dass da Menschen in ihrer Stadt untergebracht sind, die schutzbedürftig sind, und dass dann Nazi-Truppen da aufmarschieren. Das ist für sie ja ein ähnliches Problem wie so eine Antifa-Demo. Also ich finde das wirklich krass. Und es gibt da überhaupt gar keine Einsicht, und auch mit der Wahl des neuen Bürgermeisters hat sich da gar nichts geändert. Und das ist halt ein Problem, weil es wird sich an der politischen Kultur in der Stadt wenig ändern, beziehungsweise wir sind da einfach relativ stark von außen, von Hilfe von außerhalb angewiesen. Das muss man einfach so einschätzen im Moment. Wobei das natürlich einschränkend muss man sagen, es könnte auch jeder andere Ort wahrscheinlich in Sachsen noch dazukommen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Kraft wird eine antirassistische Bewegung überhaupt aufbringen können.